einzige Möglichkeit der Kapazitätserweiterung einer fixierten Low-Compliance-Blase ist die chirurgische Augmentation. Hierzu wird Darm mit guten Erfolgen verwendet. Die Inkorporation von Darm in den Harntrakt ist allerdings mit potenziellen Problemen belastet. Die von Eckstein 1973 beschriebene Uretero-Zystoplastik kommt ohne Darm aus. Voraussetzung ist der stark dilatierte Ureter mit funktionsloser Niere. Bei dem 11 Jahre alten Knaben mit Myelomeningozele besteht eine Low-Compliance-Blase mit hochgradigem Reflux links und funktionsloser Niere. Die Dilatation der Rippe hat sich nach suprapubischer Zystostomieableitung vollständig zurückgebildet. In der Urodynamik beträgt die Blasenkapazität etwa 80 Milliliter. Weitere 220 Milliliter speichert der reflexive linke obere Harntrakt. Die mediane Laparotomie unter Umschneidung der Narbe aus multiplen auswärtigen Voroperationen. Die funktionslose Niere wird aus der gerotaschen Faszie herausgelöst und abgesetzt. Die Präparation des Ureters erfolgt von lateral zur Schonung der von medial kommenden Gefäße. Ureter und Nierenbecken sind gut durchblutet und zur Blasenaugmentation geeignet. Das Nierenbecken erreicht spannungsfrei die Blase. Bis ins obere Drittel kann die von medial kommende Gefäßversorgung erhalten werden. Die Blase wird geöffnet, der Ureter längs bis zum Nierenbecken. Die Eröffnung der wandverdickten fibrotischen Blase setzt sich in den ureterovesikalen Übergang fort. Die Spaltung des dilatierten Ureters erfolgt unter Schonung der längs verlaufenden Gefäße nach Kranial bis in die Kelche. Das Absetzen des verbliebenen Nierenparenchyms erfolgt schrittweise an den einzelnen Kelchen. Noch geschlossene Kelche werden eröffnet und miteinander Seite zu Seite zu einer breiten Platte anastomosiert. Dadurch kann die Oberfläche des Hohlsystems mal in Kapazitätsgewinn umgesetzt werden. Der laterale Schnittrand des distalen Harnleiters wird mit der linken Blasenseitenwand vernäht, die medialen Schnittränder des Mäanders miteinander und mit der Blasenhinterwand. Die Anastomose des distalen urefibrotischen linken Blasenwand erfolgt mit fortlaufenden 4x0 Monosyn-Allschichtnähten. Von der Blasenhinterwand setzt sich die Nahtreihe zwischen rechter Blasenseitenwand und Nierenbecken fort. Ureter und Nierenbecken sind nunmehr wie Türflügel an drei Seiten mit der Blase verbunden. An der Vorderseite der Blase erfolgt die Vereinigung der beiden seitlichen Türflügel. Durch Seit-zu-Seit-Anastomose von allem Harnleiter und Nierenbecken entsteht die Vorderwand des Augmentates. Auch diese Naht erfolgt in fortlaufender Technik. Der Zystostomie-Katheter wird durch den Detrusor geführt. Zur Dichtigkeitsprüfung werden 250 ml in die Augmentase gefüllt. Die Harnleiterkonfiguration nach Goodwins Cup-Patch-Prinzip garantiert eine gute Kapazität bei hoher Compliance. Nach drei Wochen zeigt sich im MCU eine breite Anastomose. Die Kapazität liegt bei etwa 400 Milliliter. Nach einem Jahr beträgt die Kapazität in der Urodynamik 500er bei guter Compliance. Der Knabe ist vollständig kontinent, die augmentierte Blase wird mehrmals täglich mittels Selbstkatheterismus entleert. Die Literatur zur Ureterozystoplastik ist spärlich. Die retrospektive Multicenter-Studie von 64 Fällen einer Reaugmentationsrate von 73% relativiert allerdings die generelle Brauchbarkeit des Harnleiters zur Blasenaugmentation.
Für den Einzelfall ist die Urethrozystoplastik eine Option zur Augmentation einer Low-Compliance-Blase, durch die die Verwendung von Darm entbehrlich wird. Voraussetzungen sind die ausreichende Compliance und gute Durchblutung eines starken oberen Harntraktes.